Jo Leute, herzlich willkommen hier bei Cyberpunk auf PlayStation, auf dem PC. Und ja, ich habe Street Kid genommen. Ich werde hier nicht viel labern, wir werden jetzt einfach mal hier das Spiel spielen und genießen, ha? Ich bin Vi. Ich bin Vi. So Leute, wir sind jetzt hier. Charaktererstellung haben wir hinter uns. Ich habe versucht, ihn so zu machen wie mich. Ob das jetzt so gelungen ist, ist eine andere Frage. Warte mal. So. Das heißt, werde ich da bla. Bin ich gespannt, ob mein PC das packt, Mann. Hier, als Schmerzmittel. Mal kurz, Leute. Einstellungen. Sound. Okay, Leute. So ein Bastard wollte mich überfallen. Hab's verhindert. Was? Jemand von hier? Würde jemand von hier auf so eine scheiß Idee kommen, Pepe? Hör zu, wie. Ich hab ein Problem. Echt ernst diesmal. Los, raus damit. Was ist es diesmal? Du, ich hab Schulden bei Kirk. Mann, der bricht mir die Beine, wenn ich nicht bis morgen zahle. Und der Mann, das tot ernst, hat die Kartelle auf seiner Seite. Du arbeitest mit Kirk? Jede Sau in Haywood weiß, dass das ein verdammter Halsabschneider ist. Mein Bruder ist aus dem Knast. Wollt ihm eine Party schmeißen. Ach, hab Scheiße gebaut, wie... Wirst du es je lernen, Pepe? Geht's wenigstens deinem Bruder gut?
Ja, der zieht sein Ding durch. Also, hilfst du mir? Ich rede mit Kirk. Aber dann schuldest du mir was. Willkommen zu Cyberpunk 2077. Dein erster Besuch in Night City Chom. Verfolge die Tutorials aufmerksam, um mehr über die Grundlagen des Spiels zu lernen. Wenn du bereits ein erfahrener Edgerunner bist, kannst du die Anzeige der Tipps auch deaktivieren. Du kannst über die. Okay. Aber zuerst einmal. Einstellungen. Mittel. Sind die Dämonen zerren und sein. Aber ich sag ihm, es tut dir leid und du willst Frieden. Eres un pinche aspirante del montón, pura mierda. Muss den Pegel halten. Wie ist das genau? Bei der letzten Lieferung haben zwei Flaschen Sensor gefehlt. Sorry Leute, ich habe heute eine Kack-Grafikkarte. 1080er. Mit Mitteleinstellungen geht's mit 60 FPS hier jetzt gerade. Mhm. Ich brauche ein Nicker. Javi hat ein paar gebrochene Rippen, aber Gott sei Dank, ich bin nicht mehr. Hast du sie noch mal gesehen? Hey Kirk, können wir reden? Wie? Lang nicht gesehen. Schieß los, was willst du? Hör zu, Pepper hat mich geschickt. Wieso? Zu feige, die Eddie selbst zu bringen? Sag ihm, ich beiße nicht. Noch nicht. Was schuldet er dir? Ich will die Privatsphäre meiner Kunden nicht verletzen. Aber sagen wir mal, eine Menge. Ein Kredithai mit einem Gewissen? Klingt zu schön, um wahr zu sein. Tja, frohe, verfickte Weihnachten. Hey, was ist dein Problem? Drück mal ein Auge zu, ja? Er zahlt schon noch. Er braucht nur etwas Zeit. Sehe ich aus, als ob ich hier einen Wohltätigkeitsverein schmeiße? Wenn man sich Eddies borgt, zahlt man sie zurück. Mit Zinsen. Das ist verficktes Allgemeinwissen. Soll ich etwa ein Auge zudrücken, nur weil der Wichser nicht weiß, wie so ein Deal läuft? Nein. Tu es, weil ich dich darum bitte. Du kennst mich. Ich bin Geschäftsmann. Ich muss wissen, was für mich dabei rausspringt. Hm. Oh. Das ist ziemlich eilig. Hm. Ich weiß. Nichts ist umsonst. Ich schulde dir dann einen Gefallen. Verlockend. Ich hab da schon eine Idee. Was ist das? Sieh mal hier. Okay. Megakarre auf der Titelseite. Gibt davon nur 4 Stück in NC. Eine hat der Direktor von Rayfield. Ryan die zweite. Die dritte gehört einem Verleih.
Und die vierte? Die wird meinem Klienten gehören. Natürlich erst, nachdem du sie für mich klaust. Hab's ziemlich eilig. Wenn ich das mache, sind Pepes Schulden vom Tisch? Klar, ich stehe zu meinem Wort. Weißt du doch. Ganz simpel. Du klaust mir den Rayfield und ich vergesse Pepes Schulden. Ich gebe dir sogar was vom Gewinn, weil ich so korrekt bin. Mein Kumpel Rick arbeitet in der Parkgarage vom Embers, dem Club, wo unser Rayfield-Fahrer abhängt. Jeden Freitagabend. Ohne Ausnahme. Sobald du da bist, gehen die Kameras aus und das Tor auf. Ganz einfach. Du nimmst dir den Rayfield und fährst raus. Das war's. Und dein Kumpel Rick? Dem vertraue ich wie einem Bruder. Wer ist der Besitzer? Nur so ein Arasaka-Anzug von der anderen Seite des Teichs. Der hat Eddies bis zum Umfallen. Und sein Name? Weiß ich nicht und ist mir auch egal. Ich weiß, wo wir die Ware finden. Mehr zählt nicht. Der Plan klingt scheißriskant. Ach ja? Und wieso? Weil du einen Idioten suchst, der ihn übernimmt. Ich will dich nicht reinlegen, Vi. Hab gehört, du hast Köpfchen. Zusammen können wir ein paar Eddies machen. Wie soll ich das anstellen? Soll ich auf einem Skateboard und das Auto rollen und das mal eben schnell kurz schließen? Kirk, Karren wie die haben Sicherheitssysteme. Verdammt gute. Dieses Schätzchen funktioniert wie der Schlüssel, den Rayfield-Mechaniker verwenden. Öffnet Schlösser, umgeht die ID-Kontrolle. Ein Generalschlüssel für alle Rayfields in der Stadt? Das glaubst du doch selbst nicht. In Kabuki verticken die Tech-Zauberer noch magischeren Scheiß als den. Vertrau mir mal. Also, sind wir uns einig? Wehe, du fixst mich, Kirk. Bleib cool, V. Der Job wird sich für dich auszahlen. Geh zum Embers im Glen. Rick wartet in der Garage auf dich. Okay. Ihr zwei werdet euch blendend verstehen. Also Beinbruch. Ich weiß nicht. Perales, Ryan. Ich bin doch. Krieg keine Titelkampf. Blödsinn. Der Typ ist der Beste seiner Gewichtsklasse. Hat Hernandez uns Mist platt gemacht. Ach, schweres Teil. Hey, warum sehe ich weder scheiß Zitronen noch verfickte Limetten? Feinarbeit ist der da drin, ganz sicher. Keinen verprügelt, den du nicht triffst. Kybernetische Rat. Den Leuten ins Zentrum. Wo? Okay, Padre. Ich muss das Spiel neu starten später. Wie? Ist eine Weile her. Wusste nicht, dass du hier bist. Ja, endlich wieder zu Hause. Sebastian Ibarra, hast dich kein Stück verändert. Niemand nennt mich mehr beim Namen. Schon fast vergessen, wie er klingt. Wie läuft's, Padre? Wie immer. Hier in Haywood ändert sich nie was. Erzähl lieber von dir. Kam vor ein paar Wochen aus Atlanta zurück. Bist auf Haywood Art begrüßt worden, hm? Wie war's im Osten? Sag ich dir später. Ich hab gerade was zu erledigen. Finde, wir sollten jetzt reden. Kannst bei uns mitfahren. Marcus, fahr los. Oh, oh. Wohin soll's gehen? Zum Glen. Lasst mich am Embers raus. Vordereingang? Rampe am Hintereingang. Ich zeig euch, wo ihr halten müsst.
Du hast ihn gehört, Marcus. Wie läuft es für dich in NC? Gut beschäftigt? Selbst 2 Jahre später hat sich kaum was verändert. Du kennst ja Haywood. Starke Wurzeln. Immer mit demselben Blutgeist. Und jetzt erzähl mir von dir. Mache hier und da ein paar Jobs. Nichts Großes. Aber ich komme klar. Danke der Nachfrage. Also, lief Atlanta nicht ganz so wie erhofft, hm? Bin eigentlich ohne Erwartungen hingegangen. Naja, hatte gehofft, es ist dort besser als hier. War's aber nicht. Vielleicht ist es am Ende besser so. Oh shit. Halt mal an. Was ist los? Was Geschäftliches. Bist du bewaffnet? What the fuck? Sebastian Ibarra. Muss mein Glückstag heute sein. Was willst du? Die Sache klären. Ein für alle Mal. Hab ein Angebot für dich, Papi. Hör mir genau zu. Verpiss dich aus Vista. Ruf deine Jungs zurück von der Straße. Ich lass dir den Glenn. Hand drauf. Keine schlaflosen Nächte mehr. Großzügig von mir, oder nicht? Und Papi? Wie lautet deine Antwort? Noch ein verdammtes Wort. Alter. Halt dich da raus. Ich kenn dich nicht. Ich dich auch nicht. Heißt, dass du hier einen Scheiß bedeutest und noch weniger als das kannst. Na? Sonst noch was? Ich glaube, unser Gespräch ist damit beendet. Vorsicht, Padre. Du weißt nie, wenn eine Knarre auf dich richtet. Du auch nicht, Missgeburt. Marcus, fahr. Motherfucker. Missgeburt hat er mich genannt. Schön zu sehen, dass du deine Wurzeln nicht vergessen hast. Hast immer noch dieses Talent. Viele der kleinen Schisser hier bissen sich in die Hose, wenn ihnen jemand eine Knarre ins Gesicht hält. Wer war der Typ? Niemand. In einer Woche ist er weg. Und ein anderer nimmt seinen Platz ein. Er hat dich bedroht. Hat er. Und dafür wird er bezahlen. Halt hier an. Gleich hier. Ich spring einfach runter. Hier, bevor du gehst. Deine Nummer? Könnte nützlich sein. Vielleicht können wir wieder zusammenarbeiten. Wie früher. Danke, Padre. Ich muss los. Geh mit Gott. Gibt's nicht. Kann ich jetzt speichern? Yes. So Leute, ich mache eine kleine Pause. Und wir sehen uns wieder. Ich muss nur ein paar Einstellungen machen. Weil ein Teil kommt von der Sandbox. Und der andere Teil kommt irgendwie von Kopfhörern. Ich muss dann auch einstellen. Aber danke fürs Einschalten, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ja?